Darf ich neben Ihnen Platz nehmen? Vielen Dank. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Video. Vorstellung Landal Sonnenberg Camping in Leiven an der Mosel. Der Campingplatz öffnet erst heute Mittag. Heute ist Freitag, der 17. März. Wir durften schon gestern Abend einreisen, also haben den Campingplatz aktuell für uns. Dann können wir aber auch in Ruhe filmen. Das ist halt wirklich ein großer Vorteil. Ansonsten kennen wir den Platz sehr gut, denn wir waren hier schon ganz, ganz oft vor Corona, wie die Kinder kleiner waren. Ein wirklich toller Platz mit super Einrichtungen und die zeige ich euch natürlich jetzt gleich. Wir waren auch schon hier, wo wir noch keinen Wohnwagen hatten, in den Ferienhäusern, denn der Campingplatz hat nur 128 Stellplätze, also ist relativ kompakt. Aber dafür gibt es einen riesen Ferienpark und die Einrichtungen sind natürlich für beide Bereiche und das ist wirklich sehr, sehr gut. Und das schauen wir uns jetzt gleich zusammen an. Neben mir hier übrigens, das ist der Star der Kinder, der Bollobär, das Maskottchen. Der erwartet hier einen in seinem Haus direkt am Eingang und bereitet natürlich den kleinen Kindern direkt Freude, das ist keine Frage. Aber seid gespannt, was der Platz noch zu bieten hat. Nach dem Intro legen wir direkt los. Ja, hier ist der Anfahrtbereich, das habt ihr auf dem Einstiegsvideo gesehen. Hier vorne parkt man dann mit dem Wohnwagen. Da ist auch extra ein Stoppschild nach dem Motto, da muss man anhalten. Denn hier links runter die Straße geht es dann zur Einfahrt, zur Schranke, zum Campingbereich. Der liegt auf der anderen Seite des Parks. Das muss man einfach wissen. Das ist aber kein Thema. Denn hier oben, ihr seht es hier oben schon, sind die ersten Ferienhäuser zu sehen. Die sind auch sehr schick. Keine Frage, wir waren da auch ganz, ganz oft gewesen. Gibt es für 4, 6, 8, 12 Personen, teilweise mit Sauna integriert und so weiter und so fort. Also wirklich sehr zu empfehlen. Ja, und hier direkt am Eingang dann, wie eben gezeigt, der Bollobär und eine nette Begrüßung. Ja, der Campingplatz hier hat 128 Stellplätze, ist also nicht sonderlich groß, aber das ist auch nicht weiter schlimm. Ja, hier sehen wir die erste Beschilderung und die Rezeption, an der man sich dann anmelden muss natürlich. Ich blende euch mal Bilder ein, wie die Rezeption von innen aussieht. Ist auch sehr, sehr schick gemacht. Und hier kann man auch viele Informationen bekommen, wie man sich so eine Rezeption letztendlich vorstellt. Ja, direkt gegenüber der Rezeption ist dann der zentrale Spielplatz. Es gibt einige Spielplätze hier, aber das hier ist der zentrale Spielplatz mit vielen, vielen Ebenen. Ich zeige euch die einfach mal. Hinten, ganz hinten ist noch ein Bolzplatz, wenn man den erkennt. Und natürlich hier jede Menge Spielgeräte, ein Erdtrampolin, hat natürlich jetzt noch nicht geöffnet. Wir haben noch zu früh heute Morgen. Ich bin ja extra früh hier, damit ich nicht Kinder filmen will oder muss. Das sollte ich natürlich nicht machen, deswegen lasse ich es auch besser. Ja, und hier oben seht ihr Fässer hängen, ist ganz nett. Denn hier ist auch ein Kletterpark mit dabei. Der hat leider schon, also was heißt leider, der hat leider noch geschlossen. Der macht erst am 1. April auf. Ich konnte auch keine Preise sehen, ehrlich gesagt. Das ist ein bisschen schade. Denn das ist ein externer Betreiber, der kostet natürlich extra. Und vor ein paar Jahren hat mein großer Sohn hier schon mal geklettert. Ist natürlich ein großer Spaß, das ist keine Frage. Und es ist halt hier integriert, das ist halt wirklich sehr schön. So, hier sieht man mal, überall hängen dann quasi in den Bäumen die verschiedenen Elemente, wo man dann sich langhangeln muss. Ist natürlich gerade für größere Kinder ein schönes Highlight. Ja, und hier stehen wir auch direkt im Campingbereich. Ihr seht das hier schon. In verschiedenen Terrassen angeordnet sind die einzelnen Stellplätze. Die Stellplätze bieten alle Stromanschluss und Wasser, gibt es entsprechende Zapfstellen. Die Stellplätze sind alle schön eben grundsätzlich, auch groß genug. Und der Fahrweg in der Mitte ist befestigt, also wie man sich so einen Campingplatz letztendlich vorstellt. Hier ist der Fahrradverleih, hier kriegt man auch E-Bikes zum Mieten. Ihr habt ja gesehen, wie man hier hochfahren muss. Also ein E-Bike macht hier durchaus Sinn, wenn man hier den Berg wieder einständig hochkommen möchte. Und hier haben wir mal eine kleine Übersichtskarte zur Orientierung. Hier unten ist die Einfahrt. Hier stehen wir jetzt. Hier ist das Waschhaus und da hinten ist unser Stellplatz. Da hinten ist die Einfahrt. Also hier außenrum geht einmal die Einfahrt. Und das andere hier rundherum ist der eigentliche Ferienpark mit den Ferienhäusern. Und ganz besonders ist hier oben noch der Bereich, ganz am Ende ist noch ein Wildgehege, wo man dann Rehe und Hirsche und so beobachten kann. Ist vielleicht auch gerade für kleinere Kinder recht interessant. Ja, das ist der Parkshop jetzt von außen.
Hier hinten seht ihr auch schon ein Gasflaschenlager. Also hier kann man auch Gasflaschen ausleihen bzw. tauschen. Und den Parkshop, ich blende euch mal Bilder von innen ein. Ja, das Besondere, und das ist ein normaler Parkshop, man kriegt alles Notwendige, frische Brötchen und auch sonstige Lebensmittel, das ist ja keine Frage. Aber für die Moselregion hier bekannt, natürlich auch Moselwein. Es ist eine eigene Vinothek dabei, man kann sich hier auch Weine probieren. Das ist wirklich sehr schön gemacht. Aber an der Rezeption kann man sich auch Weinproben, Weinfahrten und so ein bisschen Unterhaltungsprogramme buchen, was hier für die Mosel typisch ist. Das finde ich auch sehr schön. Direkt gegenüber des Spielplatzes, ich habe ihn hier nochmal im Bild. Wenn man hier rumschwenkt, hier ist zum Beispiel eine Wasserzapfstelle, aber wie sowas aussieht, das weiß man ja, ist direkt der Campingbereich, wo keine Hunde erlaubt sind. Hier die Stellplätze sind hundefrei. Und geradeaus könnt ihr schon direkt das Waschhaus erkennen. Ja, und ruckzuck ist man auch am Waschhaus, wie man sieht. Wichtig ist auch hier noch, die Stellplatzbereiche sind nummeriert und ausgeschrieben und auch die Stellplatznummer ist auf der Stromsäule angeschrieben. Also man findet hier relativ gut seinen Stellplatz. Hier in dem Waschhaus gibt es erstmal hier unter dem großen Vordach Spülbecken. Wenn das Wetter passt, kann man natürlich auch draußen spülen. Ja, und dann haben wir hier aber auch noch einen Spülbereich im Warmen. Hier ist es schön warm drin. Das Waschhaus ist sehr modern gemacht, das ist das einzige Waschhaus, aber es sind ja nur 128 Stellplätze. Ich habe hier Familienduschen, komplett da hinten ist dann der Damenbereich, hier ist der Herrenbereich. Ich habe hier einen Bereich mit Duschen, komplett, 4 Stück und habe hier nochmal einen eigenen Waschraum mit Waschbecken und auch ein Föhn ist hier, aber auch, ich mache mal die Tür auf, mit einer Dusche und mit Waschbecken integriert. Also hier fehlt es an nichts, ist auch alles sehr modern und sauber. Und hier hinten raus geht es dann zur Toilette der Herren. Auch das gucken wir uns kurz an, dürfte aber wie erwartet sein. Urinale, Waschbecken und Anzahl der Toiletten ist mit Sicherheit ausreichend, weil, wie gesagt, so viele Stellplätze sind es ja hier gar nicht. Ja, dann gibt es hier auch einen Seitenausgang, die Chemietoilette, eine Hundedusche. Denn hier hinten geht es zum nächsten Platzbereich. Ihr seht schon hinten unser Wohnwagen stehen, also da kommt man auch gut hin. Das ist also wirklich alles sehr, sehr gut gelöst. Ja, und neben den Ferienhäusern allgemein gibt es hier auch noch Mobilheime, wie man sie auch auf vielen Campingplätzen kennt, die man sich hier auch mieten kann. Also jener, der keinen Campingwagen hat, das auch nicht machen will, aber die Einrichtung nutzen will, hier gibt es auch die Möglichkeit, Mobilheime zu mieten. Ja, hier seht ihr mal unseren Wohnwagen. Wir stehen da unten. Ist, wie gesagt, immer so terrassenförmig angelegt. Ja, und hier sind auch 4 Komfortplätze. Die bieten Stromanschluss natürlich und Wasser und Abwasser am Platz. Die sind auch neu und die sind natürlich sehr beliebt, weil die kosten ungefähr 5 Euro Aufpreis. Apropos Preis. Der Preis hier ist Stellplatz plus oder inklusive 2 Personen, inklusive Strom, Dusche, Wasser und die Einrichtungen hier. Ist alles inklusive, sogar WLAN ist dabei und kostet roundabout 30 Euro die Nacht. Also kann man ehrlich gesagt auch nicht meckern. Ja, und hier hinten ist dann direkt die Einfahrt. Ihr habt ja am Einstieg gesehen, wie wir hier reingefahren sind. Wichtige Message ist, glaube ich, auch hier für große Fahrzeuge ist hier auch genug Zugang. Also ich sage mal, Tandemachse, große Reisemobile ist kein Thema. Auch die Stellplätze dürften das hergeben und groß genug sein, dass man hier auch mit großen Fahrzeugen stehen kann. So, hier an der Seite sind ein paar separate Plätze, also ist wirklich jeder Platz genutzt. Und wie schon erwähnt, es ist alles ordentlich ausgeschrieben. Ihr seht es ja hier. Na, hier sind überall Schilder mit Markierungen. Das ist wirklich sehr, sehr gut gelöst. Ja, an der Rezeption bekommt man einen Chip, mit dem man hier die Schranke öffnen kann. Und er ist auch der Eingang für das Spieleparadies, die Indoorhalle und das Schwimmbad. Damit hat man Zugang dann zu den ganzen Einrichtungen. Ja, auch für die Hunde ist hier was dabei. Man hat hier Kotbeutel, hängen mehrere im Park verteilt. Wir sind hier noch an der Schranke, ihr seht es. Und wenn man sich rumdreht, steht man direkt im Wald und hat viele, viele Waldwege.
Also zum Spazierengehen mit Hund, mit Fahrrad, mit Kindern einfach mal einen Waldspaziergang machen, ist hier überhaupt kein Problem. Es gibt hier weitläufige Waldwege und auch ganz, ganz viel. Rund um den Park gibt es Wald. Das heißt, das ist nicht der einzige Ausgang, sondern es gibt mehrere Möglichkeiten. Hier sehen wir Restaurant, Spieleparadies, Fun and Entertainment. Hier ist dann der Eingang für Restaurant und Indoorhalle und Schwimmbad. Und das schauen wir uns natürlich auch noch an von innen. So, hier sehen wir mal den Restaurantbereich. Auch alles schön hell, schön modern, moderne Theke. So, und hier steht schon Spielparadies dran. Hier kann man dann alles ausleihen für Minigolf und was man hier so alles machen kann. Hier ist quasi Fun and Entertainment Bereich. Ja, hier ist der Bowling Bereich, der ist noch zu. Da gucken wir gleich, ob wir mal reinkommen. Ja, hier ist noch ein eigenes Kiosk mit drin. Man sieht es hier ganz gut. Man hat hier einen Terrassebereich mit Softplay-Arena, gerade für kleinere Kinder. Man kann hier schön sitzen und kann Kaffee, Bier oder was auch immer trinken. Für die Größeren ist hier eine Kletterwand. Das ist übrigens alles inklusive, außer da hinten das Trampolin. Die kosten 1 Euro oder einen schmalen Taler für Trampolin zu springen. Hier haben wir dann die Bühne für letztendlich das Kinderprogramm abends. Hier sehen wir auch, hier ist Schminktheater aufgebaut. Das ist bestimmt jetzt reiner Zufall. Ja, und ihr seht schon hier, das ist halt das Besondere hier an dem Park, finde ich. Und das ist wirklich selten so zu finden. Ein riesengroßes Spielparadies mit Käfig, hinten dran Bällebad. Komplett hier rüber, einmal mit Röhren. Bis dahinter, ganz am Ende, ist noch der Bollo-Club, also das, die Animation für Kinder. Und wir schauen uns einfach mal ein bisschen um. Aber wirklich gigantisch. Hier ist das Bällebad hinten dran. Alles so ein bisschen versteckt. No, hier ist dann noch ein kleiner Hüftbereich. So ein Spinnennetzturm. Hinten dran ein kleines Fußballfeld, Basketballfeld im Hintergrund. Und hier auch nochmal ein großer Hüftburgenbereich. Mit Rutschen und allem, was man so möchte. Hier nochmal ein kleines Spielparadies. Hier drüben nochmal ein kleines Spielparadies. Tobi ist auch mit am Start. Und hier noch ein paar Geräte, die sicherlich aber auch extra kosten. Sieht man hier auch nochmal schön. Also hier fehlt es wirklich an nichts. Und das ist das Schöne hier, das hat uns immer sehr viel Spaß gemacht. Bollo Club, da hinten dran ist dann der Kinderbereich, der Animationsbereich. Machen wir noch mal so einen kurzen Schwenk durch die ganze Halle. Ja, die Indoorhalle haben wir gesehen und direkt daneben befindet sich das Hallenbad, was auch hier zum Park inkludiert ist. Das ist also auch ein Preis mit drin. Und hier kann man auch seine Bahnen ziehen. Die Kinder haben hier Spaß. Es wird einiges geboten, auch ein Kleinkinderbereich. Aber ich zeige euch einfach mal ein paar Bilder. Macht euch mal selbst einen Eindruck davon. I'm not afraid to die.
Ja, ich hoffe, der Campingplatz, die Vorstellung des Campingplatzes hat euch gefallen. Wie gesagt, wir kommen gerne hierher, waren jetzt in Corona-Zeit nicht hier. Gerade wenn die Kinder kleiner sind mit der Indoor-Spielhalle, mit dem Schwimmbad. Genial hier, auf jeden Fall. Deswegen würde mich interessieren, schreibt es in die Kommentare. Wie gefällt euch der Platz? Wart ihr schon mal hier? Wie ist eure Meinung? Also ab in die Kommentare damit. Lasst mir ein Like da fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Und abonniert meinen Kanal, denn es kommen dieses Jahr noch einige Campingplatzvorstellungen unter anderem. Bis dann, macht's gut, ciao.